Möchte ich euch reißen im Namen Jesus Christus. Diese Ofen sind schwind vorbei, falls ich mich auch so. Von der ist das letzte Thema, was wir für das Werk in so nennen geplant haben. Und von der wollen wir reden von der siebenjährigen Trübsal in den Antichrist. Das ist ein Thema, wo sicher viele Menschen, viele Frauen überhanden, und ich auch noch einmal, so ich habe nicht alle Antworten, da darf ich nicht abverloten. Aber vielleicht habe ich ein Wort Gottes, von der war er ein bisschen mehr fing, und ein bisschen ermuntert worden, ermutigt worden, einfach vertrauen auf unseren Herrn, fairer Weg zu gehen. Ich dachte, ich will noch einmal ein bisschen checken. Ich weiß nicht, ob Sie hier alle sind, alle Ovens gewasst, oder alle Themen, die hier haben. Wir hatten Freitag zu Ovens, das erste Thema, über den Tod. In was ist hinter den Tod? Was kommt zu hinter? Den Jenseits, das Jenseits. Dann hatten wir gestern zu Ovens das Thema von der Auferstehung der Toten, wo wir ganz fast abvertrauen und wo wir in der Bibel auch so klar und deutlich immer war, Beweis dafür fängt, dass dort eine Auferstehung gibt. Dort sowohl die Gläubige als auch die Ungläubige ein Dach abstehen wollen. Der eine zum ewigen Leben, der andere über dem Gerecht und der ewigen Verdammnis. Von der Samarius habe ich dann ein Thema gesehen über die Zeit der Heiden, wo wir die Visionen in dem Buch Daniel und in der Offenbarung bekickt haben und gesehen, was er bedienen. In beide Visionen können wir alle immer waren, ab der Trübsal zu reden, also ab der letzten Zeit von dem vierten Reich, von dem römischen Reich. Wo das letzte Port dann kriegt, diese siebenjährige Trübsal wird sein und wo der Antichrist dann wird abstehen. Du wirst wie von der Obers mit dem Meier nennen. Mir ist dort abrechtlich gesagt, ein bisschen schuldig, dass ich nicht lieber kann das fünfte Thema bringen, wenn das das schönste Thema von dieser ganzen Reihe. Aber dort machen wir dann holen, ein anderes Mal. Vielleicht merken uns dort nicht schwierig, mit dem Wort zu forschen, mit dem Wort zu sehen. Wenn das das Thema ab, was wir aus Gemeinde lernen dann. Die Gemeinde Jesu Christi, dort ist dort ein großes Ereignis, wo wir nur lernen, nämlich, dass uns Herr Jesus Christus wird vom Himmel kommen und seine Brüt aufholen, seine Gemeinde aufholen, um dann ab einmal beamt zu sein. Luther, ich habe vielleicht irgendwann dort Thema sein, Bruder John Redolf hat sich hier von der Rede haben, vielleicht wird Monaten wieder nochmal so ein Wirken zu merken, wo wir dann die ewigen Themen wollen, der ich nehmen kann. So ein Thema, wo dann auch sagen, Jesus ihn kommen auf diese Erde, wo er aus Menschensohn, sichtbar, ob das ihr kommt. Dann ein Thema über das tausendjährige Reich, ein Thema über die Gerichte Gottes, über das Preisgericht und über das Gericht am großen weißen Thron, in Offenbarung 20. Und ein Thema über die neue Welt, über den neuen Himmel und die neue Erde. Und das sind dann Themen für Luther. Von der Welt werden Sie mit das vierte Thema so beschäftigen. Das ist nochmal das Hauptgefühl, was wir von der Samarius gesehen haben. Die Vision in Daniel 2, das Standbild, was der König Nebukadnezar in seinem Traum sah. Und wir haben gesehen, dass Gott auf fünf verschiedene Wege das selbst Gedenk auf dem Bord hat. Nämlich durch diesen Traum, was Nebukadnezar gesehen hat, dann durch diese Feiertieren, was der Prophet Daniel gesehen hat, was kriegt das selbst die Bedienung haben, was das Bild. Dann die Feiertieren in Daniel Kapitel 8, wo du nicht das ganze Bild durchstellen, aber das mittelste Port davon, also die zwei Reiche. Dann Offenbarung 17 und Offenbarung 13, auch wo das aus Tieren durchgestellt wird. Nämlich die Zeit der Heiden. Die Zeit, die angefangen hat im Jahr 586 vor Christus, wo die babylonische Gefangenschaft kam, wo Israel in Gefangenschaft geführt wird für 70 Jahre, aus einer Strophe für den Götzendienst, und wo Gott von du wieder durch heidnische Regierungen hat Luten wirken, ob das ihr. Wo das Volk Israel von da an, Tjömmelmeier, hat er ihn nicht Land gehabt, Tjömmelmeier, ihre eigene Herrschaft. Ob es war, zu der Zeit, wo Jesus kam, dann wären sie in Israel. Aber sie wären unja der Herrschaft von der Römer. Und so als ihr dort gewasst, meist kriegt man einander von der Oschetit. Die Lied hier, so wird vielleicht 70 Jahre in aller sind, oder dich bei der Tachendichte, können sich vielleicht erinnern, und in 1948 aus Israel frisch aus dem Land gegründet wird. Das von der Oschetit, oder das ist das Jahr 71 Jahre 3, wo Israel war gegründet wird. So, dort meint, wir sind in dieser Zeit, ungefähr messkrieg um ihn angekommen. Das ist die Zeit der Heiden, wo die Bibel von reden wird. In das letzte Port von dieser Zeit, dort sind die sieben Jahre, wie dort verstehen, die sieben Jahre Trübsal. Und wenn die Zeit, der letzte Herrscher wird herrschen, der letzte aus dem Heidenvolk, also der letzte Herrscher auf dieser Welt, wird die von den Heidenvölkern wird sein. Kriegt dort, weil wir von der so ein bisschen bekicken. Wir wollen nämlich über diese sieben Jahre reden.
Ich habe hier noch einmal so aus einer Zeitlinie durchgestellt, über dieses eben Jahr, weil wir reden, und dieses eben Jahr wird der Antichrist wirken auf diese Erde, und auch in dieses eben Jahr wird Gott gerecht bringen über diese Erde. Wir werden auch dort bekicken von der Oberst. Du Hänger kommt dann der 1000 Jahre zurück, du wirst von der nicht viel von reden, aber dort mag noch du Hänger kommen. Nun meine Erkenntnis nur, und so ist das laut, sehr wie doch wohl noch nicht in dieser 7 Jahre Trübsalzeit bin, doch wohl erst dort noch fair uns, vielleicht sei wo wir ganz dicht bin, dort können auch sein, dort wir vielleicht am Anfang zu bern sein. Ich weiß dort nicht, was wir dort unbedingt wollen, ab dem Tag morgen, wann diese Zeit anfangen wird. Viele Dinge, was die prophetisch in der Bibel gewahrt sind, sind nämlich so, dort, wenn es ist passiert, dann du hängst, dann ist es zu sein, was nicht passiert ist. Dann ist es zu sein, wo eine Prophetie nur eine Erfüllung gegangen ist. Und das kann hier auch dort sein. Das kann sein, dass diese Zeit wird anfangen. Und wenn wir schon engst die sind, dann mal eins worden, dort abdecken. Ich habe mal nie selber gekriegt an die Zeit, wo die Bibel von reden wird. So, von der wollen wir mal checken, was wies die Bibel uns über diese Trübsal? Also, wo nehmen wir das überhaupt her? Dort hat so eine Zeit, dass das geben wird, dort hat eine große Trübsal, eine 7-jährige Trübsal geben wird. Lass uns einmal die Städte lesen. Dort wollen wir einmal in Matthäus Kapitel 24 blättern. Matthäus Kapitel 24. Dort ist ein Kapitel, wo Jesus selbst reden wird über die Endzeit. Wenn wir durch die ersten drei Verse gehen, Matthäus 24, die ersten paar Verse, du merkst, das ist ein Kartfeld, in dem Jesus am Kreuz sterben muss. Du kommst immer mit seinen Jüngern zu Jerusalem und die Jünger wollen einmal den Tempel wiesen. Ich dachte von der über nur, woher wollen die Jünger Jesus den Tempel wiesen? Jesus wird ihr ganz du abgewaschen, ich kann dir das sicher gut. Und die Jünger auch du abgewaschen. Woher wollen die Jünger nun Jesus den Tempel wiesen? In irgendwo kommen wir die Gedanken an, vielleicht ist es so gewaschen, dass Jesus hat sich keinmal so sehr für das Irdische hier interessiert. In irgendwo haben die Jünger das gemerkt, und nun ist es dort vielleicht ein Anliegen gewaschen, Jesus mal aufmerksam zu merken, dass er den schmucken Tempel mal gut sein. Aber jedenfalls sagt Jesus dann die Ernte, nicht ein Stein von diesem Tempel wird ab den anderen liegen bleiben. Das wird alle vernichtet worden. In einem Vers 3, du hast die Jünger eine Frau. Und das ist diese Frau, und du willst von der wir nur denken. Sie sagen, du, Jesus, sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Ähnlich macht wie diese Frau an drei Deulen ändern. Einmal die Frau, wann wird dies geschehen? Du gehst gleich an die Zerstörung von dem Tempel, wo Jesus Jules von geredet hat, dort der Tempel wird vernichtet worden. Dort ist all passiert, dort passiert im Jahr 70 nur Christus. Und dann fragen sie, was wird der Teken sein, dass du wahrer kommst? Und danach, was wird der Teken sein, dass die Welt tiet, zu eingeht? Und dann gibt Jesus eine Antwort. Von Vers 4 und wieder, dort ganze Kapitel der, auch nach Kapitel 25, hat Jesus dann geredet. In eine Antwort, die gibt auf diese Frau, wenn er die Jünger da hatten. Und Jesus nahnt viele Dinge ab. Und wir wollen bloß ein Wort von dort von der betrachten, nämlich von Vers 15 und wieder, weil wir Wort Versen betrachten. Matthäus 24, Vers 15. Und ich will von der bloß einzelne Dollen zurücknehmen, um das wieder so im Zusammenhang zu kriegen, um das wie diese Antwort zurückzukriegen, was die Jünger nur gefragt haben. Vers 15 sagt Jesus, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf. Die Jünger haben Jesus gefragt, wann wird das passieren und was wird das Teken sein, dass die Welt tiet zu eingeht. Und dann sagt Jesus, wann die das sein wollen, das Gräuel der Verwüstung, wo Daniel von geredet hat. Und wir wollen Luther noch in Daniel lesen und kriegt diese steht, um zu sein, was damit gemeint ist. Was ist das Gräuel der Verwüstung? Jesus sagt nämlich, wenn die dort ist sein, dann passt ab. Und dann sagt er wieder in Vers 21, denn dann, und er redet das Futtreino, das kriegt dann, wenn das Gräuel der Verwüstung, du wirst abgestallt sein, dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Jesus sagt, wenn dort ist steht, dann kommt diese große Drangsal. Drangsal meint, wo das Säuer bedrängt wird, wo das Säuer, wenn wir Säuer eng beklammt worden und so wieder, dort ist eine Drangsal, oder auch wo die Tiet,
sei es nur wegen Freiheit oder wegen Geld, wegen Wirtschaft, dort konnten wir so viele verschiedene Dinge zu tun haben, aber wurde eine so bedrängende Zeit gehabt. Von der Zeit redet Jesus hier. Und dann im Vers 29 sagt er dann, bald aber nach der Drangsal dieser Tage, jener Tage, in Vers 30, er redet wieder, dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Hier sagt Jesus uns, im Besten würde Ding nur Regung an dieser Endzeit. Erst wird durch das Gräuel der Verwüstung abgestellt worden, wenn dadurch es mit dort zugleich kommt, diese große Drangsal, also dort passiert taub, und nur diese Drangsal, dann wird der Teken vom Menschensehen am Himmel erschienen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Dann wird Jesus wahrkommen. So hier möchten wir für Jesus, ob diese Erden abkommt, für 1000 Jahre zurück, für hier wahrkommt, sichtbar, kommt erst diese große Drangsal. In Vers 31 sagt er dann noch der Tau, in das, wenn wir das mit anderen Städten Tau nehmen, dann möchten wir das jetzt nicht kriegen, es ist nicht nur Reh, sondern das passiert all die ein klein bisschen euer. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Hier möchten wir einmal in Vers 30 redet von Jesus, sein sichtbares Wahrkum. In den Vers 31 redet von sein unsichtbares Kommen. Oder von dort, wo er bloß kommt, die Gemeinde aufzuholen. Das ist nämlich, so sage ich dort in der Bibel, das passiert nicht zugleich. Jesus kommt erst einmal seine Gemeinde aufholen, wo die Welt am nicht Worte sein kriegen, wo er bloß kommt, seine Gemeinde aufholen, wo gestern zu Obers redet wird von der ersten Auferstehung, wo der Krieg der Moment ist. Und dann aber kommt er sichtbar mit seiner Gemeinde taub, ob das sie Erden ab, um der 1000 Jahre zurück dann anzufangen. So, hier sollen wir immer das Wort, eine große Drangsal geben. An diesem Tag sagt Jesus nicht, dort waren 7 Jahre sein, dort nehmen wir eine andere Stelle, wo wir auch noch kurz lesen. Aber hier so sagt Jesus selbst, dort wird diese große Drangsal geben, nämlich Jruz Verhevara kommt. Und dann wieder in das 12. Kapitel lesen wir von dem Feigenbaum. In Vers 32 sagt Jesus dann, kickt nur den Feigenbaum. Um Feigenbaum kann ein Beispiel sein. Nämlich, wenn der anfängt auszuluten, dann wird der Sommer dich bias. Und der Feigenbaum, der wird in der Bibel immer wahrer aus ein Bild für Israel gebraucht, für das Volk Israel. Und du wegen Gläubig von dir, und viele Gläubige verstehen das so, von dir lebe ich in der Zeit, wo das Feigenbaum war auszuluten wird. 71 Jahre 3 und in 1948 wurde das Volk Israel war gegründet. Sie hatten von 586 Jahren vor Christus nicht mehr ihr eigenes Land gehabt, mit ihrer eigenen Herrschaft. Etwa 2000 Jahre, 2500 Jahre lang, hat das Volk Israel nicht mehr ihre eigene Herrschaft gehabt. 71 Jahre 3 wird das Volk Israel war gegründet, das Land Israel und wird von der Städte so nach. Und du denkst, wie, dass Jesus Christ von dort hier so reden deut. Post ab, wenn der Feigenbaum ist, war er anfängt auszuluten, dann wollt ihr, dass der Sommer dich bias. Der Feigenbaum Israel hat auszuluten, von der Stadt Israel durch. Jeder Tag waren sie angegriffen, jeder Tag waren sie bedrängt von den Oberländern durch, von den Arabern, von den Moslems und so weiter. Aber Israel ist durch, der Feigenbaum hat auszuluten. Und Jesus sagt, wenn ihr dort ist sein, dann wollt ihr, dass der Sommer dich bias. Nun wollen wir nur Daniel gehen. Nämlich krieg von dort Gräuel der Verwüstung, was Jesus durch Jeruz erwähnt hat. Nun werden wir in Daniel, der steht, lesen. Und in Daniel, gerade in der Salz hier steht, redet Daniel auch von den 70 Werk. Und ich will dort für Sie ein bisschen zu erklären. Das Text ist ein bisschen clean, wenn nicht viel falsch sind. So wer eine Bibel mit hat, vielleicht will ihr, könnt ihr eine Bibel abschließen und dann mitlesen. Daniel 9, Vers 25, Vers 27, will wieder lesen. Über dein Volk, hier redet Gott, to Daniel. So, wenn er hier sagt, über dein Volk, dann ist hier Daniel sein Volk gemeint. So, das hat nicht was mit uns als Mennoniten zu tun. Wir sind nicht das besondere Volk in dieser Welt. Das besondere Volk in dieser Welt, das ist das Volk Israel. Daniel sein Volk. Und hier sage ich dort, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit.
Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Und sie geht unter in der überströmenden Flut. Und bis ans Ende wird es Krieg geben und fest beschlossene Verwüstungen. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und zwar, bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Das ist der Stelle Daniel, wo Jesus, du von Redner in Matthäus 24, wenn ihr das ist so, das Gräuel der Verwüstung, dann ist der Drangsal. Dort die hier alte große Trübsal. So, was ist hier so mit diesem 70 Werk gemeint? Wenn wir das Wort Werk hören, dann denken wir an 7 Deo, nicht so? Eine Werkhaft 7 Deo. Das ist aber so eine hebräische Sprache. Im Urtext steht nicht, dass ein Werk mit 7 Deo gemeint ist, sondern du stellst bloß einfach das Wort 70, 7. 70 Siebener. Das deutsche Wort für 7 ist dann Werk. Ich war sagt, ich weiß nicht mal, wo die englische Bibel das sagt. Sagt ihr durch Weeks? Wer hat eine englische Bibel? Sagt ihr durch Werken? Ja? Okay. So ist das dann. Hier so, ihr das Tag allein wird nicht rüttchen, aber wenn wir das Taub nehmen, dann merken wir, das geht hier so am 70 Jahrwochen. Also nicht 70 Werk von 7 Deo, sondern 70 Werk von jeder 7 Jahr. Eine Jahr, eine Jahrwoche. Den Gedanken finden wir auch in der Mosebücher beschrieben, wo Gott bestimmt hat, dass alle 7. Jahr zum Beispiel soll das Land legen geluten worden, und dort könnte Sabbatruhe haben. 7 Jahr. So, das, hier sind wir auch einmal am 70 mal 7 Jahr. Und das stimmt ganz krank. Das ist nämlich ein großer Part von dem, was all passiert, und du wirst ja auch sagen, dass ganz krank stimmt das. Jesus sagt hier nämlich, Gott sagt zu Daniel, von dem Erlass des Befehls. Wer mit der Geschichte bekannt ist, kriegt bei der Gefangenschaft, aus dem das Volk Israel gefangen geführt worden in Babylonien, Daniel beschrieben, dann werden diese 70 Jahre in der Gefangenschaft. Und dann kommt dort medo-persische Reich ab, der König Kyros geöffnet dann die Freiheit dazu können, um fangen Tritt zu reisen. Dort fing wir in der Bücher von Ezra, Nehemia und Esther beschrieben. Hinter dem König Kyros kommt dann bald ein neuer König ab, dort wird der König Artasaster. Und der geöffnet den Befehl, dort lesen wir Nehemia Kapitel 2, Vers 1, ich habe das beschrieben. Das König geöffnet auch den Befehl, Nehemia soll Trägon in den Jerusalem waren, die Stadt abbühren, in den Tempel abbühren. Daniel lebt meistens 200 Jahre fertig passiert. Und zu Daniel hat Gott gesagt, von dann an, wenn der Befehl wird kommen von König Artasaster, dann fängt die Zeit an zu talen für Israel. Dann fangen diese 70 Werke an zu talen für Israel. Nämlich, sagt Gott, du sollst ja für das Volk Israel bloß noch 70 Werke, und dann ist Israel ihre Zeit durch. Das ist die Zeit, was Gott gesagt hat. Und das ist es dort. Der König Artasaster gibt den Befehl, und dann sagt Gott hier so, von diesem Befehl wollen ich mal 7 Werke vergehen, und dann noch einmal 62 Werke. Und in der Zeit wird abgebüht worden, aber nämlich eine bedrängte Zeit. Und das wir kriegt es dort. Du verging 49 Jahre von den Nehemia Kapitel 2 Vers 1, wo Nehemia den Befehl kriegt, Trenu Jerusalem zu gehen, Jerusalem war abzubühren und den Tempel abzubühren. Das dient kriegt 49 Jahre, das du Nehemia alle beschrieben, kriegt 49 Jahre wieder, dann deuten sie den Tempel anwählen, dann wieder vorig, dann wieder Stadt Jerusalem war vorig, die Mauer, der Raum wie vorig, das hat kriegt 49 Jahre gediert. 7 Werk, 7 mal 7 sind 49 Jahre. Und dann sagt er, und dann wollen noch einmal 62 Werk vergehen, und dann, nur der 62 Werk, dann wird der Gesalbte, der Messias, wird ausgeruht worden, wird angebracht worden. Von den Dach an, und das habe ich mir nicht selbst nur geredet, ich habe über von Meier geschrieben, was ist dort all gefangen, das jeft Theologen, wo das krank, ab dem Dach nur geredet haben, von dem Tag, wo Artasaster den Befehl an Nehemia geöffnet, Trenu Jerusalem zu gehen und abzubühren, für jeden Krieg 483 Jahre. 7 Werk, mein 62 Werk, jeff 69 Werk. 69 mal 7, 483 Jahre. Ab dem Tag nun, kommt dort ut, nur den Sonntag, wo Jesus ab dem Esel in Jerusalem anreden soll, in der Werk dann soll gekreuzigt werden. Hier seht ihr, du wurden 7 Werke vergehen und du wurdest gebüht worden.
Jerusalem wird abgebaut in die 7 Werke, in die 49 Jahre. Und dann wurde nochmal 62 Werke vergangen, und dann wird der Messias ausgeruht worden, der Messias wird angebracht worden. Und das passiert kreuzes dort, 434 Jahre, nur dem, was der Tempel vorig war. Dann hat Jesus all 30 Jahre gelebt, 33 Jahre. Den Sonntag ging Jesus in Jerusalem nennen, und dann wird diese 69 Werke fallen. Der Gesalbte, der Messias, der wird angebracht. Und dort Leute, so, der hat nicht erregt. So steht es hier, so hat Daniel dort all gesehen. Dort lässt so das Gesalbte, dem wird nicht zu doll worden. Der hat nicht erregt in seinem Leben. So läutet du. Und dann sage ich dort, der Stadt, nämlich Jerusalem, der Stadt in das Heiligtum, der Tempel, dort wird vernichtet worden in das Jetunja, und dort wird Bad um einen Krieg geben. Und dort hielt Leben von dir. Der Stadt Jerusalem wird 70 nur Christus vernichtet, der Tempel wird verbrannt, in Bad um einen stund es dort, dort jäuft der Stadt schien nicht mehr, dort Land Israel wie verwüstet, da wohnen meist keine Menschen mehr, die Juden wären verstreut in der ganzen Welt, und so ging die Zeit wieder meist krieg 2000 Jahre. Und in übrigens 1800 Jahren fangen die Juden langsam an, zu treten in Israel. Als die Araber dort sahen, dann schickten so schwer Siedler durch an, die dort ansiedeln sollen, die Palästinenser von der, um dass sie sagen können, dass du ans Land, um dass sie die Juden was verholen können, dass die Juden sollen nicht reinkommen. Und deswegen hast du von der immer die Schwierigkeit zwischen Israel und Palästina. Wir die nur recht ein bisschen verfolgen, dass die was machen. Du hast meist alle Tage Schwierigkeiten. Der Araber sagen, dass du ans Land, und Israel sagt, dass du er Land. 1948 wurde dann das Land Israel gegründet. So, noch einmal drehen wir diese Werke hier so. Du vergunst 7 Werke, und 2 ist hastig. Das beides Hauptgef, 9 ist hastig. So wie morgen, du fehlt noch eine Werk. Wo ist diese 70. Werk? Wo ist diese letzte Werk? Nur die 2 ist hastig Werk, dann sagt er, dann wird der Gesalbte, der Messias, angebracht. Und dann geht es so wieder Bett um ihn. Und dann um ihn. Und hier hat nämlich Gott eine Pause gemerkt. Gott hat einmal eine Pause gemerkt für das Volk Israel. Nur diese Nähe ist hastig weg. Und ihr schmul eine frische Tito nennen gesagt. Und dort ist die Gnadenzeit. Dort ist die Zeit der Gemeinde, wo Gott den Helden Jesu geguten hat. Und wo er die Gemeinde bühen wird, wo wir von der Oben leben. Durch diese Zeit, wenn Gott eine Pause gemerkt hat bei Israel, der wir von der zum Glauben gekommen sind. Der wir von der Import von Gott seine Gemeinde sind. In dieser Zeit, wo die Gemeinde Zeit ist, habe ich kurz gelesen, Jerusalem geht unja, dort geht Krieg, dort geht Verwüstung, Bett um ein. Und dann, irgends von euer, kommt dieser letzte Werk noch. Du fehlt noch, das 70. Werk. Den einen hastig Werk, der sind alle in Erfüllung gegangen. Aber dieser letzte Werk, der fehlt noch. Und dann lesen wir in Vers 27, und dann wird mit uns einer sein, er, und wir lesen hier, von wem du redest, das ist das zukünftige Fürst, das letzte Herrscher, den ich ein paar Mal erwähnt habe, wie viel mal den Antichrist nahm, das ist der zukünftige Fürst, heute wird dann mal eins in vollsten Bund merken für eine Werk. Du kommst das letzte Werk noch. Wenn du euch voll ist, dann habe ich das 70 Werk. So, der Antichrist wird kommen, wird einen Bund merken für eine Werk. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht und Speisopfer aufhören lassen und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt und so wieder. Das ist der letzte Werk für das Volk Israel. Gott hat hier so mit dem Volk Israel gewirkt und hat ihnen gesagt, die haben so viel Werk tiet, so viel Jahr werken. Und dann hat er eine Pause gemerkt, lesen wir in Römer von, Gott hat die Aster vom Weingarten aufgebrochen und ist mit dem Zied gelacht und hat uns angeprobt, die Heidenvölker. Nämlich, dass wir auch dürfen zu der Gemeinde gehören. Aber Gott wird noch einmal, noch eine Weg lang, mit dem Volk Israel schaffen, noch einmal 7 Jahre, wo das Wort ganz besonders an das Volk Israel ging. Und in dieser Zeit wird gerade der Antichrist herrschen. Und wir haben vielleicht einmal die Frage, wer ist das Antichrist? Lebt er mit uns? Ist das mal ein Präsident, der von der Welt in der Welt herrschen wird? Daniel sagt hier so, von wo der kommen wird. Eins, die denken, der muss hier stets kommen, der andere denkt, der muss ein Jude sein, der muss einer von den Juden sein, noch andere denken, der muss ein Araber muss sein und so weiter. Wenn wir ein Klimat aufmerksam lesen, dann merken wir das hier so, die Stadt, aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Nun können wir nur denken, wo ein Volk hat Jerusalem vernichtet, im Jahr 70 nur Christus, wo ein Volk wird dort? Das wären die Römer.
Der Rheuma kam und hat den Tempel verbrannt. Der Rheuma kam und hat Jerusalem vernichtet. Und hier sage ich, dort ist das Volk von den zukünftigen Völkern. So, aus dort Volk muss das zukünftige Völk rauskommen. Aus dem römischen Volk. Entweder Krieg von Rom oder aus dem römischen Reich. Wir haben von der Samarius gesehen, dass ganz Europa sich sieht als Nufolger vom römischen Reich. So, entweder muss der Antichrist ein Römer sein oder ein Europäer. Aus Europa, wenn Europa die Länder von Europa sind, die Nufolger vom römischen Reich. Das römische Reich wäre nämlich ganz Europa. Von dort muss der Antichrist kommen. Nur diese letzte Werk, dann kommt Jesus sichtbar wahrer. Dann ist dort, wo Jesus sichtbar, ob das ihr wahrer kommt, dann kommt das 1000-jährige Friedensreich, das Millennium. Du hängst lesen, wie der Satan noch immer ganz kalt losgeloten wird. Und dann geht das ewige Ewigkeit nennen. Dann kommt das Gerecht vor dem großen witten Thron, wo das Lebensbuch abgemerkt wird und so wieder, wo die Menschen gerecht wollen. Und dann geht das ewige Ewigkeit nennen. Dort ist so kalt in Everblick. Einmal in Gedanken, wer ist das Antichrist? Oder wo haben wir das Wort her, Antichrist? Antichrist auf Englisch. Was meint das? Das besteht aus zwei Wörtern, Anti und Christus. Und Anti, das hat zwei Bedeutungen. Das kann entweder bedeuten, eine steht von Christus oder je in Christus. Und ich denke, das passt hier bei uns. Wir reden nämlich von einem Mensch, von einer Person, was sich was durch Handstellen in Gott seine steht. Er wird sagen, ich sehe Christus. Er wird sich ausgeben für den Christus. Er wird sich versichern, eine steht von Christus. Durchstellen und er wird überhaupt ganz bewusst je in Christus wirken. Je in alles, was mit Gott und seine Gemeinde zu tun hat, wird das Antichrist wirken. Das Wort Antichrist, das fangen wir in der Bibel, bloß fünfmal und bloß in der Johannesbrief. In 1. und 2. Johannes, da fangen wir das Wort Antichrist fünfmal. Ebenso fangen wir das Wort noch nicht in der Bibel. Und auf diese fünf Städten wird es aber nicht gebraucht, am Krieg diese Person durchzustellen, das letzte Herrscher. Hier wird es einfach gebraucht, am allgemein die Verführer durchzustellen. Die wollen die Gemeinde verführen, verleiden. Die wollen als Antichristen betekent. Und deswegen sagt Johannes du so, der Antichrist, der ist all mankind. Nämlich der Verführer. All dann, jäuft das so eine, was die Gemeinde verleiden deuten, was alle Sorten fremde Lehren abbrachten, in die Gemeinde durcheinander brachten. Und von der haben wir nicht weniger. Ich denke, von der haben wir noch mehr. Da hat bei uns, und ich denke, hier ist es nicht anders, und so ist es in der ganzen Welt, das jäuft immer mehr so eine, wo du sagen, dass Gemeinde ist nicht wichtig, Gemeinde ist, jäuft es vielleicht nicht mal mehr, in die verleidende Gemeinde. Dort wird auch aus dem Antichrist betätigt. Aber aus Gläubiger ist das normal und üblich geworden, dass wir das Wort Antichrist brücken für Krieg für diesen letzten Herrscher, wo er kommen wird, für dessen, wo er durch jeden Christus wirken wird. Die Bibel hat ein Doll Numes für diese Person. Der wird vielmal in der Bibel erwähnt. In Daniel 7 wird er genannt, das kleine Huren. Ich vertelle zu Marius, du fandest, das Tier, was die Tieren hier haben, mangt die Tieren hier, jährt ein kleines Huren ab, kämmt ein kleines Huren ab, und dort redet dann alle Sorten. Das kleine Huren, dort ist gerade das Antichrist gemeint, also das letzte Herrscher. In Daniel 8 wird er genannt, der frecher und lästiger König. In Daniel 9 wird er genannt, der tokünftige Fürst, also das Fürst, das Herrscher, was noch kommen wird. In Daniel 11 wird er genannt, der vermetene König. Der wird sich vermeten, der wird sich viel zu groß teilt. Wir reden auch zum Beispiel von Antiochus Epiphanes, was du all gelebt hast, Herr Jesus, und was du all in Typus wirst, was du all, du wirst all eine Person, was du so krank so leben, da aus der Antichrist leben wird. 2. Thessalonicher 2, Vers 3, du redet wahrer von diesem Mensch, und du redet von den, du wirst den Mensch der Sünde genannt, auch der Sohn des Verderbens. So wird der Antichrist du genannt. 2. Thessalonicher 2, Vers 4, du wirst der Widersacher genannt. Der, wo er je in Gott ist. Der Gesatzloser wird in Vers 8 genannt. In deiner Offenbarung haben wir nochmal zwei Numes. Einmal in Offenbarung 13 und in Offenbarung 17 redet von dem Tier, das aus dem Meer rauskommt. Das ist auch das letzte Herrscher gemeint. Das Meer, Serix Marius all, wird in der Bibel immer war aus dem Völkermeer durchgestellt, also der Heidenvölker. Du weißt, der kommt aus dem Heidenvolk raus. In deiner Offenbarung 13 haben wir aber noch ein anderes Tier, so du hast noch eine andere Person. Ein anderes Tier, und dort kommt aus der Erde. Und dort wird du aus der falschen Prophet durchgestellt. Und überhaupt da wird Fährten so allgemein als Antichrist betätigt. So hier mag ich, wie diese erste Nummer, die gehen alle an diesen letzten Herrscher,
Und das Zweite, dort ist der falsche Prophet. Das andere Tier, aus der Erde, aus Israel, der muss aus Israel kommen, dort ist der falsche Prophet. Der falsche Prophet und der Antichrist, die waren so eng taub schaffen. Und deswegen waren auch alle beide Antichrist genannt. Wenn von einem Antichrist geredet wird, dann wird einmal das und einmal das gemeint. Einmal war er, fängt er so, glaubt ihr, wenn er dort geforscht hat und so wieder, die betegnen die beiden Personen als Antichrist, wenn die alle beiden gegen Christus schaffen wollen. Wir wollen auch beiden besser begegnen. So, was kommt dort, dass das Antichrist in der Welt abstuhlen kann? Einmal, wir haben den Daniel gelesen, der merkt den Bund mit Israel. Und ich denke, ihr seid doch wohl bekannt mit, du hast auch fertig einen Bund gemerkt bei Israel, nicht so? Auch dieses Jahr im April hat Präsident Trump war einen frischen Friedensvertrag reingemerkt, wo er, ich so verstanden habe, letztendlich doch nicht als unterschrieben worden. Aber mit Israel ist auch immer wahrer versucht, einen Bund zu merken worden, mit zwischen Israel und zwischen den Nuba-Ländern, vielleicht besonders den Palästinenser. Du hast auch ihre Mal einen Bund gemerkt worden, also einen Vertrag gemerkt, dass sie Frieden geschlossen haben, bloß das hält nach immer wahrer nicht. Irgendwann euer wird du einen Bund gemerkt worden, einen Friedensvertrag für eine Weg, für 7 Jahre. Wenn dein Bund ist gemerkt wird, dort ist der Antichrist, wer den merken wird. Also der Antichrist wird diesen für eine Weg, du so merken den Bund. Der wird wahrscheinlich Fried schaffen, du Raum Israel. Seit vor Jesus in den Tiden haftet durch keinmal Frieden gegeben. Und besonders in den letzten 71 Jahren, von dann, wo das Land Israel war, gegründet ist, haftet durch immer an Frieden gegeben. Wer die Geschichte kennt, als das Land Israel 1948 im Mai gegründet wird, ich denke, dass wir nächsten Tag, dann sehen die Nuba-Länder durch, ich glaube, saßere 7 Länder stunden sich taub, Ägypten, Iran, Jordanien, Libanon, und noch mehr Länder, die stunden sich taub und sehen, das darf nicht sein. Israel darf es nicht geben. In Futz mögen sie Kirchen gegen Israel. Stell dir uns vor, das Land Israel wird noch mal ein Tag alt. Dort wird noch nicht im Schwung, dort wird noch nicht abgebüht. Die haben noch nicht eine große Armee abgebüht und so weiter. In Futz kommen eine ganze Reihe Länder rund um und greifen an. Was passiert? Dort ihr in Pordeo, dann hat Israel, der alle gewonnen und ihr Land wird meistens noch so groß geworden, als es jetzt gewesen wäre. Sie haben aus einem ganz jungen Land, sie werden alle gereben, in einem paar Dio haben sie ein Land meistens noch so groß gemerkt, als es gewesen wäre. Die Fien haben ja nicht können ertrugen. Warum nicht? Wenn dort Gottes Volk ist, wenn dort Gottes Prophezeiung ist, dass es dort kommen muss. Bet von Dio, der Präsident von Iran, der hat ja ihre Mal gesagt in der Luther Werken, sein Ziel ist, Israel aufzuwaschen von der Map. Israel soll es nicht mehr geben. Dort ist am Wort der arabische Länder durch jetzt. In irgendeiner Weise wird dieser Mensch kommen und wird Frieden mehr. Von der können wir noch nicht sein, wird es möglich sein. Aber da wird einer kommen, der wird die Hand kriegen, der wird durch Frieden mehr zwischen Israel und den Palästinenser. Du wird so ja ab Hand geschafft, sie werden das Land einfach in 2 Teilen, dort Jerusalem soll geteilt sein, ein Part von Jerusalem soll Israel gehören, ein Part soll Palästina gehören, dann sollen noch 2 selbstständige Länder sein. Du wird so ja Hand geschafft, Israel als du nicht upfer, besonders Benjamin Netanyahu, wird bald neu Premierminister wir. Schaff so ja du jen. Und über Krieg nu haft je Israel wohl und je hotten, dass du so ja ab der Duck, wer du wird wieder eine Regierung sein und will sich dort wieder was Raum nehmen. So ich denke, wir dürfen bloß ein bisschen nur Israel checken, dann tschäwe fehlet sein, was von dit in Erfahrung geht. Wie fing dort das Antichrist, das letzte Herrscher, der wird so ja busig zu einer Macht kommen? In Daniel 7, du lest wie Krieg dort, was ich von der Morris all von vertalen deut. Auch über die 10 Hörner auf seinem Kopf und über das andere Horn, das emporsteigt und vor dem 3 ausfielen, nämlich jenes Horn, welches Augen hatte und ein Maul, das große Dinge redete und das so viel größer aussah als seine Gefährten. Hier wird das Tier, was Daniel sagt, das Tier, wo ein Tier hinein hat, und von manch dieser Tier hinein kam ein Horn ab, und aus dem eine Horn abkam, dann fallen 3 hinein aus. 3 Stück fallen aus. Diese Zeit ist doch wohl nach dem Kommen, wo in der Welt meins wollen 10 besonders starke Könige sein oder Herrscher sein, vielleicht 10 starke Länder. Und dann wird eins Wort du eint rüt kommen, und das eine dort jeft den Antichrist. 3 Stück fallen also, wahrscheinlich nimmt das einer Furz mit Gewalt 3 Länder an. Und dann lesen wir in Offenbarung 17, und die 10 Hörner, dort redet Krack von den salzigen Tieren hinein, die du gesehen hast, sind 10 Könige. Deswegen wäre heute mit der König sein, wenn die Bibel sagt, dass es dort.
die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Pier. Also ganz für eine kurze Zeit wollen diese Tieren Herrscher du sein. Und dann sagt er, diese haben einen einmütigen Sinn. Diese Tieren, die sind sich einig. Und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Diese Tieren, die wollen sich einig, ihre Macht oder diesen einen zu übergeben. Und dort wird der letzte Herrscher sein. Dort wird der Antichrist sein. Das letzte Diktator, ein Diktator. Er wird so herrschen mit einer hohen Hand, mit Gewalt. Dann lesen wir über, habe Jerusalem und Daniel gelesen, in Vers 27, dort der wird den Bund nicht holen. Der hat einen Bund gemerkt mit Israel für 7 Jahre. Dann sagt er darüber, und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die festbeschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Eine Mehrheit von diesen 7 Jahren, dann wird er den Bund brechen. Dann wird abfallen, alles abhören. Was heute? Ich will es nicht behaupten, aber kann sein, dort in den ersten 3,5 Jahren wird er Freiheit geben, dass Israel sogar kann war ein Tempel bauen. Das ist das große Ziel, was Israel von der hat. Israel hat nun von Jahr 70 nicht mehr ein Tempel gehabt. Dort heute sie kann nicht mehr Gottesdienst führen, so soll das in dem Alten Testament kann. Sie erkennen das Neue Testament nicht an, sie glauben ja nicht, dass Jesus der Messias wird und dass Allah vollbracht ist. So Israel, sie wollen immer noch abverbringen, aber so ist das im Alten Testament beschrieben ist. Woran bühen sie sich nicht mal das, wo ein Tempel? Das ist im Alten Testament sehr klar beschrieben, Gott wurde steht wiesen, wo der Tempel stehen soll, und bloß du sollen sie abverbringen. Und wenn sie am eins das, wo wollen anfangen, Opfer zu bringen, dann wird Gott diese Opfer nicht annehmen. Deswegen bringen sie das noch nicht Opfer. Und du, wo der Tempel immer stund, du stehst von der, du stehst den Moslems, ihre Moschee. Der Tempel, der Felsendom, das schmucke goldene Gebiet, das steht du all mehrere 100 Jahre, und kriegst du hier den Tempel haben. Israel lügt nur den Tag, wo dort du was wach sein, wo sie den Tempel wollen, was er bühen kann. Ein paar Jahre, 3 Wochen in Israel, und dann sah wieder du, wie ging das Tempelmuseum durch, und sie haben rein alles reut. Der Blueprint ist reut um den Tempel bühen, nämlich so ist der in Hesekiel beschrieben. Also in Hesekiel ist es auch beschrieben, wo der dreier Tempel ausluten soll, wo groß er soll sein und so weiter. Die Blueprints, die sind reut. Die, all diese Geräte, die im Tempel gebraucht wurden, das goldene, der goldene Lump, in die Schieven und Kommen, die Schabjes und alles, was die Priester gebrauchen sollen, zum Opfer bringen, die sind alle reut. Die Priester, ihre Kleider, die sind reut. Die Priester, die sind ausgeliehen und die sind reut, wenn dort mal ins Upgängt, die wollen morgen kann anfangen, Opfer zu bringen. So reut ist Israel für das. Sie lügen bloß nur den Tag, wo sie den Platz wollen können haben. Und dort kann sein, dort in diese ersten 3,5 Jahre, wo du was Fried sein, dort sie sogar wollen Freiheit kriegen, den Tempel zu bühen. Und wenn sie alles reut haben, würde es nicht so lang gehen, dann würden sie den Tempel durchstehen haben, dann würde Gottesdienst war daran, so ist es im Alten Testament wie, dass sie würden ihre Opfer bringen, die Tieren durchschlachten und so weiter. Aber in der Mitte von diesem Werk, dann wird dort alle abhören. Dann wird das Bund, das Friedensvertrag, der wird gebrochen worden, bedurhaft der Antichrist sich als ein friedlicher Mensch durchgestellt. Er hat sich so durchgestellt als einer, wenn er den Frieden bringt, und deswegen haben sie auch genommen. Deswegen hat die Welt am angenommen, wenn die Welt die Leute von der nicht hat. Ich habe auch von mir Präsidenten und von mir großen Menschen in der Welt gehört, dass sie einfach sagen, uns fehlt ein Mann, wo du verstehst, die Welt in Einigkeit zu kriegen. Die Welt die Leute nur diesen ein Mann. Die Welt ist reut für diesen ein Mann. Und wenn das ein Tag wird abstehen und sagen, ich habe einen Weg, Frieden zu schaffen, dann wird die ganze Welt reut sein, den anzunehmen. Und sie wollen den annehmen, als wenn dort der Radar für die Welt ist. Aber dann, nur 3,5 Jahre, dann wird er ihnen gesagt, ob da in wer er wirklich ist. Dann wird er den Frieden brechen, wenn er selbst geschlossen hat. Und dann wird es Verwüstung geben, Vernichtung und so weiter. Dann wird er im Heiligtum, nämlich im Tempel, Gräuel der Verwüstung abstauen. Wir lesen in Offenbarung, ob andere steht davon, er wird ein Bild von sich selbst abstauen lassen. Und dort soll angebetet werden. Dann wird nicht mehr, dann wird er nicht mehr erlauben, dass Gott kann angebetet werden, sondern er wird sagen, nun soll ich mich anbeten und so weiter. Wo wegen passiert das, dass er den Bund brechen wird? Was ist die Ursache? Gerade in Deutit, lesen wir in Offenbarung Kapitel 12, dort in Deutit wird der Satan auf ihr geschmähen. Der Satan wird auf ihr geschmähen. Ist der von der auch nicht auf ihr? Vielleicht Frauen eins hier dort. Der Satan ist von der auf ihr, aber der Haftbad von der auch noch Macht, bad eine Luft und bad im Himmel und so weiter. Wie fängt zum Beispiel in der Geschichte von Daniel, in der Geschichte von Hiob, dort der Satan bad im Himmel kommt, in Hiob verklärt und das.
Auch im Neuen Testament wird uns gesagt, dass der Satan, das ist uns Verkläger, das ist der Verkläger der Brüder. Das ist der, wenn er vor Gott kommt, in die Gläubige verklären wird. Über die kämpfte Zeit, Gott hat den all raufgeschmieden, über die kämpfte Zeit, wo Gott den Gott ganz raufschmieden. Und dort passiert Krieg hier so. Krieg in dieser Zeit. Und dann lesen wir, dass der Satan, er macht nicht seine Zeit mehr alle. Er macht nach ganz wenig Zeit. Er wird sehr doll, er wird sehr zornig. Er wird in Offenbarung 12 aus dem Drache durchgestellt, die alte Schlange, nämlich der Satan und Verführer, sagt er so. Er sagt, dass er nicht konnt Jesus ihn Wort verhindern. Jesus ist gekommen, Jesus ist gestorben, hat die Gemeinde erlöst. Er sagt, dass er Israel nicht konnt vernichten, wurde Gott von dir noch abgeschafft. Du wegen seiner Moslems, du so doll, wenn der Satan durchhängen steht und weil Israel ütruden, Gott sein Volk. Und der Satan sagt, dass er das nicht konnt. Und dann lesen wir in Offenbarung 12, Vers 17, dass der Satan jeft seine ganze Macht, jeft er das Tier. Der Tier ist gerade der Antichrist gemeint, das letzte Herrscher. Das ein starker Mann. Der kriegt vom Sultan eine ganze Vollmacht, Israel und auch die Gemeinde zu verfolgen. Du wein, dreht sich du so eine Mädchen von diesen 7 Jahren, dreht sich das ganze Bild. Bett, du hast Frieden gemerkt und dann auf eins dreht sich alles. Dann lesen wir auch Ende der ersten 3,5 Jahre, also Ende der Zeit, dass du die Babylonkirche hast, also diese früh ab der Tier. Den Vers hat wie Smari Sokol gelesen, Offenbarung 17, Vers 3. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Name der Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Auch das muss doch wohl in den ersten 3,5 Jahren sein, wo das Tier ist, nämlich diese weltliche Herrschaft. Und wo wen sagtest du, dass diese Früh ab der Tier reden wird? Diese Früh, wer ist das erst einmal? Der Tier, dort ist der antichristliche Macht, die heidnische Weltherrschaft. Der Früh, dort ist der Hure Babylon, so wird er durchgestellt, also eine antrige Gemeinde. Die Gemeinde wird in der Bibel immer wieder durchgestellt aus Jesus seine Brüt, oder Gott seine Früh und so weiter. Und das ist eine antrige Gemeinde, der Hure Babylon. Und du wird gesagt, diese Früh, der hat so viel Ehe, der hat so viel Reichtum, der ist aber auch voll von Gräuel und von Sünden, voll von Unzucht, das ist eine Hure, das ist nicht eine gesunde, keusche Früh, sondern eine Hure. Und der hat eine Hand und Köffel, voll von Blut, von den Zeugen Jesu, also von, das ist eine Früh, der hat viel Kinder Gottes angebracht. Und aus Johannes, der sieht, dann lesen wir in Vers 6, dass er sich verfehlt. Aus Johannes das Bild zu sein kriegt und diese Früh zu sein kriegt, dann verwundert er sich, er erschreit. Warum? Ich denke, Johannes kann diese Früh. Johannes kriegt zu sein, das hier die Gemeinde Jesu. Das hier die Gemeinde, wo Jesus seinen Namen verherrlichen soll. Und was ist in dieser Früh geworden? Das ist nicht die Gemeinde geblieben. Der ist andere geworden. Der hat sich mit der heidnischen Macht hochgeschlagen. Nur wegen der auf der Tier reden. Der ist verbunden mit der weltlichen Macht, mit der heidnischen Macht. Sogar mit dem Antichrist hat er sich hochgeschlagen. In Satan auf der Tier. Das soll über die Gemeinde sein. So, wer ist diese Früh? Eng fangen wir über, nur diese 3,5 Jahre, dann dreht das Tier sich auch gegen diese Früh in Wälder anbringen. So, Anfang nutzt der Antichrist diese Früh oder diese Gemeinde aus, zur Macht zu kommen, aber eng dann dreht er sich gegen die und vernichtet, bringt er an. Ein Mula hat Moses das durchgestellt, ein grausames rotes Tier mit 7 Tieren, Tieren hinein, und oben sagt diese Früh, diese Hure. Ein interessantes Ding ist, das ist ein wirkliches Denkmal. Das steht in Brüssel, Hauptstadt von Belgien. Brüssel, das ist der Office von der Europäischen Union, die EU, kann vielleicht fehlen. Die europäischen Länder haben sich totgeschlossen zu einer Union. Und das ist ihr Denkmal. Das ist ihr Teken. Und das ist Krieg dort Teken, was in Offenbarung 17, Vers 3 beschrieben wird. Das ist nicht so klar hier zu sein, das ist ein bleichnet Denkmal, was sie da abgestellt haben für ihr Office. Ein wunderbares Tier, was nicht korrekt zu erkennen ist, in der Boven sagt eine halb angetrocknete Früh. Ich will nicht merken, aber einer fragt sich, was hat das zu bedienen? Wo wegen hat die EU korrekt das Bild genommen, diese Hure Babylon, und hat dort zu erteten gemerkt? Doch was hat das mit zu tun? Vielleicht hat das mit zu tun, dass das Geheimnis ist allem wirken. Irgendwo dreht sich das und von dort kann sein, dass von dort irgendwo der Antichrist rückkommt. Noch ein anderer haftet Bild ist das durchgestellt.
wenn wir an die katholische Kirche denken, dann passt das, was hier beschrieben ist, rein ganz krass. Nämlich, die katholische Kirche ist eine Kirche, die drastisch viel eher in der Welt hat. Die meisten Länder, ihre Präsidents, wenn sie den Papst begegnen, dann begen sie sich für den. Die tun den große Anerkennung geben. Besonders die spanischen Länder, vielleicht mag ich das nicht. Aber der Papst hat in Wirklichkeit so viel zu sagen, wer du was Präsident worden, wer du was, wo du was regiert worden und so weiter. So viele Länder, die lassen sich vom Papst fair sein. Der katholische Kirche hat gewaltig viel Reichtum. Ein Glaskart, dort zwei Drittel von allen Land von ganz Europa, das gehört der katholische Kirche. Stell uns das fair, zwei Drittel von allen Land in so viel Gebieten, in so eine große Städte aus Berlin, Paris in Frankreich oder Madrid in Spanien. Die große Städte, die große Apartments und die große Stromgebiete, die gehören mehr oder die katholische Kirche. Großartig so viel Gold und Silber, das gehört alles die katholische Kirche. Aber, wie sein auch das, der Gräuel, der Sünden in der katholischen Kirche, gerade in den letzten Jahren, wo viel erst nicht aufgedeckt wurde, Priester ein unmoralisches Leben leben dürfen. In viele andere Dinge sind aufgedeckt. Diese Unzucht. Passt auch das Koffel voll Blut zu der katholischen Kirche? Keine andere Institution hat so viele Christen umgebracht als die katholische Kirche. Gerade im Mittelalter, in der Zeit, wo Menno Simons gelebt hat, Martin Luther und so weiter, wo die Reformation wählen, die katholische Kirche hat mehr Gläubige umgebracht als irgendeine gottlose Regierung, als irgendein heidnischer König. Deswegen verwundert Johannes sich, dass er das sieht. Die katholische Kirche ist da, wo er sich beraubt, dass sie die einzige rechte Kirche sind, wo er noch auf der Apostel-Erelie abgebüht ist. Sie sagen, Petrus ist der erste Papst gewesen, und so sind noch immer die Kirche. Dort hast du angefangen, wo ist das Heiligung? Dort ist nicht mehr die Braut Jesu Christi geblieben, sondern dort ist eine Hure geworden. Wobei ich mag von der Oversicht sagen, ich denke nicht, dass hier so bloß die katholische Kirche gemeint ist. Ich denke, hier käme nur unsere Gemeinde kicken. Wo du wie aus Gemeinde? Sei wie bei dort geblieben, wo das Wort Gottes uns lehrt. Sei wie noch die Braut Jesu Christi? Oder sei wie auch eine andere Gemeinde? Vielleicht auch in jeder einer von uns persönlich in uns Leben, je hier ich als einzelner Christ, je hier ich noch wirklich zu der Braut Jesu Christi, oder je hier ich irgendwo zu einer fremden Bewegung, wo nicht mehr der Braut Jesu Christi ist, je hier ich meins vielleicht zu der Hure Babylon, wo post ans Leben haben. Lebe ich nun Wort Gottes nun, oder sei wie eine Gemeinde, wo du nicht mehr im Wort Gottes lebst. Und der wird aus Hure Babylon durchgestellt. Diese Hure wird besonders in diesen letzten 7 Jahren genutzt worden. Und ich denke, wir machen das von der. Von der ist eine große Bewegung, wo der katholische Kirche und Handschrift so wählen, alle Glaubens sollen taub zu kriegen und zu verbinden und unter eine Herrschaft kriegen. Wir sollen von der, wo sich das Kreis entwickeln wird. Dann mag wir auch, Kreis du, wo das Bund gebrochen wird, der Fried wird gebrochen in der März von diesen 7 Jahren, von da wieder wird Israel verfolgt. Du kämpfst eine so hohe Verfolgung. Du wird einmal das Gräuel der Verwüstung abgestellt im Tempel. Und dann lesen wir, und Jesus sagt dort, wie ich schon am Anfang gelesen habe, dann kommt eine große Drangsal, besonders für Israel. Ich denke auch für die ganze Welt, aber besonders für Israel. Wegen Israel will nicht diesen Antichrist anbeten. Nun merken sie dort, wer das ist. Erst dachten sie dort, wie der Rara. Erst haben sie vielleicht sogar gedacht, nun ist wirklich der Messias gekommen. Aber in der Mitte von diesen 7 Jahren hat er aufgedacht, wer er wirklich ist. Und der den Tempel veranrennt und stellt ein Bild von sich selbst ab und verlangt, dass sie ihm anbeten sollen. Und dann sieht Israel dort an, das ist nicht der, wie wir dachten, dort wir. Und dann wollen sie ihm nicht anbeten und dann fängt er an, Israel zu verfolgen. In Daniel lesen wir, dass Israel wird dann so lange verfolgt, bis er stolz gebrochen ist. Von der aus Israel ein so erstolltes Volk, ein so erstolltes Land, sie reden zwar viel von Gott, sie reden davon, dass sie im Alten Testament glauben und so weiter, aber sie vertrauen sehr auf ihre eigene Macht, auf ihre eigene Kraft. Und sie sollen sich noch nicht abhängig von Gott. Und deswegen wird diese Zeit kommen, was Israel erstellt, gebrochen wird. Und wir lesen, dass zwei Drittel von Israel wurden ankommen in dieser Zeit. Von der, wie der Charakter hier gelesen, in der ganzen Welt läuft man, wie ungefähr 14 Millionen Juden. In Israel leben ein bisschen über der Hälfte von euch. Hier in den Städten leben, glaube ich, ungefähr 5 Millionen Juden. Und so in der ganzen Welt leben die Juden verstreut. Ungefähr 14 Millionen. 2 Drittel von euch waren umgekommen in dieser Verfolgungszeit, unter den Antichrist.
die wollen umkommen. Daniel 12, Vers 7 sagt dort, das Antichrist, der wird herrschen, oder der wird diese Verfolgung, wird dienen eine Tiet, zwei Tieten und danach eine halbe Tiet. 3,5 Jahre. Und wenn die Zerschlagung der Kraft des Heiligen Volkes abgeschlossen sein wird, dann wird es wieder gehen. Gott lässt das kommen, um Israel einmal zu demütigen. Gott hat ihn also vielmal gedemütigt, durch die babylonische Gefangenschaft und durch viele Tieten. Gott hat ihn also vielmal gedemütigt und das hat immer noch nicht geregt. Und Gott muss ihn noch einmal demütigen. Und dort kommt diese Verfolgung, diese letzte 3,5 Jahre von der 7-jährigen Trübsal. Und dann lesen wir in Zacharia 12, Vers 9 und 10 und 11. Dann mit eins, als ich 2/3 von Israel angekommen ist, dann sollen sie dort an, dort sollen Wirklichkeit den Messias angebracht haben. Dann sollen sie dort an, dort Jesus Christus von der 2000 Jahre Träge gekommen ist, dort wir ans Radar, und den haben wir angebracht. Und dann fangen sie ohne den zu schreien. So lesen wir dort einfach in Zacharia. Sie fangen ohne den zu schreien, wenn sie meinten, dass nicht so wie ganz ohne ihn, nicht kann wie nicht mehr tun. Und dort ist der Moment, wo Jesus wahrer kommt, wo die Schlacht von Armageddon passiert, Armageddon. Gibt viele Filme und irgendwo haben die Menschen sich deutlich gemerkt, das meiste von dort ist weit auf von dort, was die Bibel berichten wird. Aber dort kommt Jesus wahrer und er bringt den Antichrist um. Den Antichrist in die ganze Armee wird umgebracht, wenn Jesus selbst kommt und für Israel einstehen wird. Du wird Israel dann gerat, dort Port, wo noch geblieben ist. Die haben nicht erkannt, wer der Messias wirklich ist. Die wollen dann gerät. Und mit euch fängt Jesus dann das 1000 Jahre Reich an. Mit euch fängt das Millennium an, um 1000 Jahre Frieden zu schaffen auf dieser Erde. Noch ein, was auch in dieser Trübsalzeit passiert hat, ist der falsche Prophet. Wo er auch vielmal der Antichrist genannt wird, dazu bin eine zweite Person. Ein ist das letzte Herrscher und ein ist der falsche Prophet. Die wurden aber beide vielmal Antichrist genannt. Das falsche Prophet, oder das andere Tier aus der Erde, lesen wir in Offenbarung 13, Vers 11, und ich sah ein anderes Tier aus der Erde, also das ist nicht das selbe Tier, das ist noch ein anderes. Das Tier, das hat zwei Hühner und das leckend in Lohn. Das falsche Prophet wird ganz besonders sich so durchstellen, das leckend in Lohn. Wer ist das wirkliche Lamm? Das ist Jesus Christus. Er ist das wirkliche Lamm Gottes. Deshalb wird sich über durchstellen aus dem Lohn. Mit einem besonderen Ziel. Sein Ziel ist nämlich, die ganze Welt durch Hand zu bringen, den Antichrist anzubeten, das andere Tier anzubeten. Wir lesen in Offenbarung 13, Vers 12, Vers 17, und es übt, und hier redet von dem falschen Prophet, von dem zweiten Tier, und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus, vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten. Das ist das Ziel von dem falschen Prophet. Er wird kommen, wahrscheinlich in diese letzten 3,5 Jahre, nur dem, was der Antichrist offenbart hat, wer er wirklich ist, dann steht das sein Helper ab. Wie kann sein, sein Helper, sein großer Mann, sein Offizier, der steht ab und der will die ganze Welt dahin bringen, dass sie den Antichrist anbeten sollen, den Herrscher, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen. Hier fangen wir 3 Dinge, was das falsche Prophet tut, um den Menschen dazu zu bringen, dass sie den Antichrist anbeten. Einmal, der hat große Tegen, da werden Wunder passieren. Und ich denke, die Welt ist von der Reudofer. Wegen wie morgen, wo die Welt von der Hängeron ist, nur Wunder. Sogar die gläubigen Menschen. Die werden mal wahre Wunder sein, so wie es in der Bibel passiert sind. Und da werden auch Wunder passieren. Bloß viele von den Wunder, das werden Wunder sein von diesem Mensch, von dem Antichrist. Der wird Wunder tun. Und viele werden glauben, das von Gott. Und wollen den Umfang anzubeten, wollen den Umfang anzunehmen, in den herangehen. Die kämpft mit dort ein Ziel, die ganze Welt zu verleiden. Und die wird viele verleiden können. Die wird auch das Bild, also du ein Bild abstellen, und das Bild wird ein Yes kriegen, um zu reden und so weiter. Und dann wird er noch das Multiken handeln. Also diese 3 Dinge braucht der falsche Prophet, um die Welt zu verleiden, und die Hand zu kriegen, und sie wollen den Antichrist anbeten. Dann. Zeichen und Wunder. Geistliche Verführung. Ich denke, von der sollen wir all fehl von der geistliche Verführung sollen wir von der all fehl. Der Humanismus, denken wir an ein paar hundert Jahre drei, wo der sich da abstimmt, dort der Mensch ist selbst groß wie Brücken, die kein Gott mehr. Von dann haben viele Atheisten gegeben, oder gleich mal ein Glauben an Gott gegeben. Die Lehre von Evolution, aber du wie allgemein der Mensch hätte Glauben an Gott gegeben. Auch wenn viele nicht wahre geboren wären, aber der allgemeine Mensch hätte Glauben an Gott gegeben. Eine letzte 50 oder 100 Jahre
Wort eine Schulen und alle werden gelehrt, dass Jeff die Tönen Gott oder Brück Tönen Gott geben. Das kann ja vielleicht alles für selbst entstehen sein. Noch Luther in den letzten Jahren gibt es viel Bewegung von Okkultismus, Esoterik. Dort man versucht, viele Lehren zu haben, wo man kann vielleicht ein besseres Leben kommen, aber ohne Jesus Christus. Sogar die moderne Theologie wird von der in vielen Gemeindenrand, in vielen Bibelschulen gelehrt wird, du wird die moderne Theologie gelehrt in der Bibelkritik. Du wird nämlich in vielen Bibelschulen von der gelehrt, dass die Bibel, du hast Gottes Wort bern, aber das ist nicht alles Gottes Wort. Du hast noch so viele Menschen Wort bern und so wieder, wie machen das mit Gefiltern und so ein Wund uns von der Post. Dort ist geistliche Verführung. So ist es nämlich in Wirklichkeit nicht. Die Bibel ist rein ganz Gottes Wort und wir haben die ganze Vertrauen. Aber von der Rand all fehlt von dort, wo all die Menschen verletzt wurden. Das gibt von der so viele Bibelübersetzungen, die nicht mehr true sind, die nicht mehr die Bibel so übersetzt haben, als die wirklich ist. Und wir haben abzupassen. Der Ökumene, ich weiß nicht, ist jeder Teken, wo ihr sein haben. Der Ökumene ist von der eine Bewegung, die in der ganzen Welt randet, besonders in der katholischen Kirche, wo sie mit dem einen Ziel schaffen, sie wollen alle Menschen so ein Taub zu kriegen. Habt ihr mal von gehört, dass der Papst jeder Jahr dort einen Gebetstag anstellen, wo er dann die Lehrer von verschiedenen Kirchen anladen hat, sie wollen taub kommen zum Beten für den Frieden dieser Welt? Wollt ihr wem daran alle anladen hat? Dann wurden die katholischen Priester eingeladen, dann wurden die orthodoxen Priester eingeladen, dann wurden die Juden ihre Priester eingeladen, sogar die Mennoniten ihre Lehrer waren uns einmal eingeladen, ich weiß nicht, ist das wohl gewahr sind, einzige. Dann wurden überhaupt die Moslems ihre Lehrer eingeladen und dann wurden auch sogar die Satanisten ihre Lehrer eingeladen. Die Prediger von Satan, von der Satanskirche, die wurden auch eingeladen. Dann werden sie alle taub, so taub kommen und beten für Frieden. Ich habe uns dort verstanden, dort ein abbrechendes Gebet gehabt. Du hast diese eine Bewegung. Sie wollen alles so in taub zu kriegen. Da wird gesagt, wir glauben ein bisschen verschieden. Aber wir wollen ja alle in den selbstigen Himmel. Dann ist es nicht schlimm, wenn wir ein bisschen verschieden glauben. Wir sind ja letztendlich alle in den selbstigen Boot bauen. Lass uns einfach ans Taub stehen und wenn wir mal unsere Verschiedenheiten für jeden, dann werden wir alle taub schaffen und das Ziel. Ich denke, als Kinder Gottes soll wieder das tun, aber nicht mit Angläubigen taub. Und das ist das Ziel, was die katholische Kirche ganz besonders ein Ziel hat, und was die Brücken wollen, um den Antichrist die Macht zu geben. Die charismatische Bewegung wird von der Säure stark wird. Falsche Christus, das gibt über 200, ich denke, zur Zeit, von der leben über 200 Menschen in der Welt, wird alle behaupten, dass sie Christus sind. Dass Christus als wahrer gekommen, zum Beispiel in Russland als ein Mann, er sagt, er ist nicht wahrer gekommen. Er ist Christus und er ist wahrer gekommen, nicht weil er die Gemeinde reinmerken, um den Himmel zu kommen. In Australien lebt einer, er ist Jesus, sagt er, und er ist nicht frisch geboren. Seine Frau, das ist Maria Magdalena, und sie wollen die Gemeinde reinmerken, drei nur Gott zu kommen, so wieder. Das gibt von der Welt eine ganze Reise, was das behaupten dann. Der Antichrist, ich sage nicht, dass das nicht alles der Antichrist ist, aber daran, von der Allsündal-Ding, wird all krank in der Richtung geht, wo der Antichrist wirken wird. Das andere, was ist das redende Bild des Tieres? Wir können sagen, das ist ein politischer Mädel, ein redendes Bild. Was haben wir uns da vorstellen? Ich denke, viele Jahre haben die Christen das gelesen und haben nicht gewusst, was kann das sein? Aber von der denke ich, haben wir uns das ganz fern vorstellen. Von der haben wir all diese moderne Technologie. Wir haben TV, wir haben Internet, wir haben unsere Smartphones, wir haben Computers, wir haben Tablets, wir haben all diese Smart-Dinge, durch wohne nicht nur bloß alle Sorten übergebracht worden, sondern durch wohne wie kontrolliert worden. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, dass jün Google-Account nicht bloß für jüne Ü und du ist. Dass du so ganz irgendwo weit auf Menschen sind, die können ganz krank abpassen, was du an dein Smartphone alles das. Wohne News, die anschicken das und wohne, die nicht anschicken das, das können sie alle bewerten, durch die Smartphones. Durch die Smart TV, das gibt von der all diese Smart TVs, den Screen, wird auch ein kleines Ü haben. Wir wollen es nicht mal an, aber das ist immer an. Und das hat alles abschnacken, das hat alles treschicken, wohne Channels gekickt worden, wohne nicht gekickt worden und so weiter. Und durch dort, ich denke, die ganze Technologie ist heute gemerkt, wenn der Antichrist einmal kämpft, dann kann er rein ganz krank abpassen, was die Menschen alles tun wollen. Er kann rein krank sein, wer am Folgenden, vielleicht im Internet oder wo immer, in Facebook oder in Instagram oder wo immer so dann hat, er kann krank abpassen, wer am aller Folgenden und wer nicht. Und wer er nicht hat, der wird unter Druck gesagt worden. Dort Multiken, was ist dort? Du hast viele Menschen viel Angst, so eine Angst für. Eins, die denken, das ist das Smartphone, eins, die denken, das ist die Credit Card.
dass ja sogar Menschen, die hier nicht lange treffen, einen Mann, den wollen sie bis in die Arbeit stehen, eine Quart geben, um einmal zu betonen, dass heute das Geld können bei der Bank aufholen. Und das Mann sagt bloß, eine Quart will ich nicht, dass das Multiken sind, will er einfach nicht. Was ist das Multiken in Wirklichkeit? Ich denke euch, dass das eins von den Dingen ist, wo wir von der Hand. Aber ich denke, die Dinge, wo wir von der Hand, die können ein Tag gebrückt werden, um das Multiken anzuführen. Denken wir an das Käupen für Käupen. Nicht viel Jahre treten, hat wir bloß Boyalt, nicht so? Dann muss alles mit Boyalt tun. Von der haben wir auch ganz wenig Boyalt. Von der haben wir mit ein paar Nummern, mit ein paar Klicks, vielleicht mit einem Plastik. Über dem sind wohl eine Zeit, wo wir nicht Mullmeier das Plastik brücken, wo wir nicht Mullmeier diese Karten brücken. Wir haben den Account im Phone-Ban, wir gehen bei der Walmart und 300 Pfund für Bier und haben betont. Dort jaft all diese Städte, wo sie all den Chip haben, diesen Chip in ihre Hütte, Miami, Florida, hier hat es eine Stadt, in Schweden, ist ein Land, wo sie all sehr viele Brücken tun, wo Menschen all nicht Mullmeier Karten, nicht Boyalt und nicht das Phone, nicht irgendwelche Brücken. Wenn man durch Hand kommt, wird einmal die Information abgenommen, dann kriegt man einen kleinen Chip in ihre Hütte. Wenn man da hier geht, dann haben sie das durch ein System bahn, nicht das Mensch näher gekommen. Wenn man sagt, geht im E-Shop ein Zerrer rücknehmen, dann haben sie das durch bahn, ihr habt den Zerrer genommen. Das wird oft gecharged, automatisch von der Karte und so, oder von der Rechnung und so weiter. Die Technologie, die ist vorig. Ich denke nicht, dass ein von der all das Multiken ist. Aber ich denke, wie kann so ein sein, wenn der Antichrist einmal kommen wird, der kann gerade diese Dinge nehmen, was von der jeft, und kann mit dort das Multiken anführen. Und dann wird heute, wer das nicht annimmt, der wird angebracht worden. Und wer das annimmt, der damit bestätigen, hat es reut, den Antichrist dann anzubeten und zu deuen. Und dann lesen wir in Offenbarung 14, Vers 11, von diesen Menschen, die das angenommen haben, und du wird gesagt, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier merkt wird das wirklich eine ernste Sache ist. Wer das Multiken annimmt, wer den Antichrist annehmen wird und den anbeten wird, für den ist kein Chance, mehr Buße zu tun. Für den ist es vorbei. Wenn Jesus dann wahrer kommt, die wollen eine Qual nennen kommen. Die kommen in eine Hall nennen. Und du hast eure Verdammnis für dich. Wir haben vielleicht eins jede Frau, und ich weiß, dass viele Menschen, die haben Angst. Was, wenn ich meins Wort das Multiken genommen habe, und ich das gewusst habe, oder das wir. Ich denke, du brauchst wie aus Kinder Gottes keine Angst für haben. Ich denke, wenn wir unseren Herrn Trinu fallen, dann wird uns das sehr klar bewusst sein, wann das Multiken ist, wenn es ihr Stuhl ist. Von der ich habe noch nicht gekriegt, sein, wann das ist. Aber das ist nicht so, bloß mit einem Ding annehmen, ob eins, wo wir antworten, ich habe das Multiken genommen. Das ist ganz ein bewusster Ding. Wer das Multiken nimmt, der wird damit einfach versprechen, dass sie reut, den Antichristen von wieder anzubeten. Und dort geht das Multiken. Das ist nicht bloß ein Ding genommen, und eins hat sich eingeworfen, ich habe das Multiken genommen. Das Multiken nehmen bedient damit einfach ganz bewusst versprechen, dass sie reut, den Mensch anzubeten. Das ist mein Gott. In Osteken, dafür kriegt einer dann das Multiken. So wird es sein. So verstehe ich dort. So ich denke, wir aus Kinder Gottes brücken keine Sorgen haben, dass wir uns das Wort genommen haben und dass wir das wissen, was das wäre. So, du wird Gott uns sehr klar wiesen und das wird dir sehr klar sein, dass das vom Antichrist kommt und dass die Anbetung verlangt. Unsere Aufgabe ist bloß zu werten, dass wir uns nicht wollen verleiden lohnen. Dass wir das wollen machen, wann er jetzt wirklich um Gott unterbeten und wann er jetzt um was anderes unterbeten als Gott. Du ist es, wo wir abzupassen haben. So, ich mache noch einmal mit dem Überblick geben und dann wird noch der andere sieht, ganz kurz. Unser Titus wird oft gerannt, aber ich will noch ganz kurz ein bisschen das Überreport. Und das ist eben, ja, was rannt du alles? Einmal, du wirst Frieden gemerkt mit Israel und ich habe dich immer bloß für die erste Hälfte in der Frieden, was du gebraten, der hält nicht für den ganzen Weg. Der Antichrist, der kommt so ja schwind und macht und kriegt große Macht. Und du hast auch der Hure Babylon, also diese falsche Kirk, wenn du mit dem Antichrist hauptschaffen wirst. Und dann in der Meer, von diesen 7 Jahren, wird der Satan vom Himmel geschmeten, der alte Schlange und der Drache, sagt er so. Der Bund, der Fried wird gebrochen mit Israel, der Antichrist, der saß sich in den Tempel, 2. Thessalonicher 2, und verlangt, dass er ungebet soll werden. Dort ist kriegt das Gräuel der Verwüstung, und du kämpft das Multiken ab. Dann in der letzten Zeit, dort ist, wo Jesus sagt, dann kämpft der große Drangsal. Diese ganzen 7 Jahre waren alle aus Trübsal betätigt. Aber besonders die letzten 3,5 Jahre, dort ist der große Trübsal. Dort ist die besonders harte Zeit, wegen des Antichrist. Erstlich ist es scheinbar friedlich, diese ersten 7 Jahre.
Aber dann dachte ich, ob wir wirklich essen, dann kam der große Drangsal. Dann wird Israel verfolgt. Wir lesen über eine Offenbarung, dort Gott so einen Platz in der Wüste gemerkt hat, wo die 1260 der Jahre bewahrt blieben. 1260 der Jahre, die Kraft 3,5 Jahre. Rechnet dort nun. In dieser Zeit wird durch den falschen Prophet wirken und wird versägen, die ganze Menschheit zu verleiden, damit sie den Antichrist wollen annehmen und anbeten. Mit dem einen Ziel, der Anbetung des Antichristen, und dort wird es durchgehen. Dort ist der Sieg von den Antichrist. Dort ist, wird in diesen 7 Jahren dran, aber dann um eng, wenn Israel besonders, wenn Israel mag, dass sie um eng sind, dann kommt Jesus wahr, dann kommt der Krieg, die Schlacht von Harmagedon, wo dort ein Platz in Israel, wo der Antichrist sich gerade gemerkt hat, Jerusalem anzunehmen, das Volk Israel umzubringen und so weiter. Dann kommt Jesus selbst und mit dem Schwert von seinem Mühl sagt er, du wirst ihn anbringen, indem sie eine ganze Armee wird er anbringen in den Engmärken. Und dann wird der falsche Prophet in das letzte Herrscher, die wollen in dem Moment all in der Halle geschmähen. So lesen wir das durch. Nun, Jan hat mir noch eine ganz andere Seite bekommen, auch von dieser Trübsalzeit. Diese 7 Jahre wird nämlich eine hohe Zeit sein für diese Erde wegen diesen Antichrist, wegen diesen letzten Herrscher. Aber nicht nur bloß dort, auch von Gott seine Sicht. Gott wird in diesen 7 Jahren besonders wirken und besonders gerecht über diese Erde bringen. Nämlich lesen wir in Offenbarung, dass die 3 Phasen kommen. Einmal kommt das Gerecht von den 7 Siegel, dann kommen die 7 Posaunen, das sind 7 Engel und ein Engel nur dem anderen, der hat eine Posaune blosen. Und dann mit der 7. Posaune kommen noch einmal 7 Engel der Hand, jeder eine Zornschale, also eine Kamm voll von den Zorn Gottes. Und der wird ausgegossen über diese Erde. So, von einer Seite gibt es eine hohe Zeit wegen den Antichrist, und von der anderen Seite gibt es eine hohe Zeit wegen Gott seinen Zorn ausgegossen wird über diese Erde. Gott bringt sein Gerecht über diese gottlose Welt. Wir wollen dort ganz kurz ein bisschen bekehren. Offenbarung saß. Wer die Welt heimbleiben kann, wenn nicht, ich werde stehen hier bloß kurz anwesend. Wir wollen hier nicht wirklich viel lesen, wenn die Titel wie wach ist. Offenbarung saß, du fangst dort mit den Siegel an. Du hast hier das Buch, wo du mit 7 Siegel versiegelt hast. In China ist würdig, das aufzumerken, was das Lamm kommt, also Jesus selbst, und dann wird das aufgemerkt. Und dann wird ein Siegel auf einmal aufgemerkt. Ein Sello, auf Spanisch wurde ein Sello genannt, wo der eine auf einmal aufgemerkt wird. Und dann lesen wir, was da passiert. Mit dem ersten Siegel, dann kommt du ein wittet Piet. Du kommst ein Ritter auf ein wittet Piet. Witt bedient Fried. In uns haben wir gedacht, das ist vielleicht Jesus. Nicht kommt Jesus wahr, aber ich denke, das kriegt der Antichrist. Ich denke, das kriegt du, wo er nicht kommt, nun bringt der Fried. Nun merkt der Fried mit Israel, mit den arabischen Ländern und so wieder. Er kommt scheinbar aus einem friedlichen Mann und er bringt Frieden in diese Welt. Du wegen ein wittet Piet. Dort geht aber nicht lang, dann war der zweite Siegel aufgemerkt und dann kommt auch ein rotes Piet. Der Friede hält nicht. Du kommst vor die Kirche und du brachst den Krieg aus. Du kommst der dritte Siegel und du kommst ein schwarzes Piet. Und das wird dir erklärt, das bedeutet, du kommst eine große Hungersnot über diese Welt. Das vierte Siegel, dann kommt so ein fahles Pferd oder ein greifes Piet, kann man vielleicht sein, mit so einem schammeltes Piet. Das bringt sehr viel Tod. Und das sagt, du wirst nachgegeben, ein Viertel von der ganzen Menschheit umzubringen. Die Welt hat von der, meistens 8 Billionen Menschen, 8 Billionen in Englisch, ein Viertel von der, das sind sehr viele Menschen umzubringen. Wenn wir diese Dinge ein bisschen so bekehren, Krieg, Hungersnot und Tod und so weiter, dort passt sehr krank Tod mit Matthäus 24, was Jesus da abnahm, dass du wirst Hungersnot und Pestilenz und so weiter kommen. Und Jesus sagt, das ist noch mal alles bloß der Anfang der Wehen. Wenn diese Dinge kommen, das sagt Jesus, das ist der Anfang der Wehen, der Anfang von der schweren Zeit. Das fünfte Siegel, aus dort aufgemerkt wird, dann kriegt Johannes einen Blick im Himmel nennen. Dann kann er immer so im Himmel nennen, kriegen in seine Vision. Und er sieht im Himmel all viele Märtyrer, viele, die du erleben gegeben haben für Jesus. Mit das sechste Siegel, aus dort aufgemerkt wird, dann kriegt er so einen Überblick einmal über die ganze Zeit, über die ganze Trübsalzeit. Und er sieht Gott sein Gerecht, er sieht, wo die Menschen in Angst und in Schrecken leben, wo der Zorn des Lammes ausgegossen wird über die Menschen. Und dann geht es wieder bei Kapitel 8, und du wird dann das 7. Siegel aufgemerkt. Und aus dem 7. Siegel aufgemerkt wird, dann lesen wir, dann wird es im Himmel für eine halbe Stunde ganz still. Warum? Wenn wir durch die Bibel checken, wenn es im Himmel still wird,
dann kommt ein besonderes Gericht. Dann kommt was ganz Besonderes, dass Gott wird handeln. Und du hängst, kommen dann die 7 Engel, wo du jeder eine Posaune hat. Dann kommt von Offenbarung Kapitel 8, Vers 11, kommen die 7 Posaunengerichte. Nämlich, dass die 7 Engel stehen, ein Engel nur dem anderen Posaunen. Dort. Die erste Feuer Posaunen, die bringen immer Naturkatastrophen. Dort in der Natur besonders schreckliche Dinge passieren. Eine Katastrophe ist ein besonderes, ein besonders hart. Einmal wird ein Drittel von allen Planten vernichtet. Das Meer wird vernichtet, auch war ein Drittel vom Meer, ein Drittel vom Trinkwasser wird vernichtet und ein Drittel von der Luft wird vernichtet. Durch diese erste Feuer Gerechte. Das Gerecht Gottes wird über diese Erde kommt. In Offenbarung 9 wird dann die 5. Posaune beschrieben. In diesem Krieg dort beschrieben, wo der Satan auf die Erde abgeschmieden wird, um den Menschen zu quälen. Aber wohne Menschen kann er quälen, er kann bloß die Menschen quälen, wohne das Siegel Gottes nicht haben. Wund ist das Siegel Gottes. In Epheser wird uns gesagt, dass wir in dem Moment, wo wir waren geboren worden, du hast das Siegel Gottes gekriegt, du hast den Helden Jesus gekriegt, und dort ist ein Stempel, dort ist ein Siegel, mit dem wir getekend sind, dass wir Gott gehören. Und hier wird der Satan auf Erden abgeschmissen, um die Menschen zu quälen, aber er kann bloß die Menschen quälen, wenn er diesen Stempel nicht hat. Du wirst ja wie als Kinder Gottes ganz geluten sein an dieser Sache, wir können ganz getrost sein, aber du, wenn ihr den Helden Jesus nicht haben, da wollen die wahre Geburt nicht belebt haben, da wollen das beleben. Und du wirst gesagt, er hat Macht, die 5 Monate lang zu quälen, aber nicht umzubringen. Dann wird die 7. Desaster Posaune geblost, und mit der 6. Posaune wollen böse Geister losgeluten. Du redest in Bildersprech, aber ich verstehe dazu, du wollen böse Geister losgeluten, Dämonen wollen losgeluten, wird ab dieser Erde kommen und wird ein Drittel von der ganzen Menschheit anbringen. Erst bei der Siegel wird all einmal ein Viertel angebracht, nun wird noch einmal ein Drittel angebracht und damit ist all ewa der halbe Menschheit angebracht worden. Das hier. Dann ist all ewa der halbe Menschheit von der ganzen Welt all angebracht worden. Und dann lesen wir, was sehr besonderes. Dann lesen wir nämlich in Kapitel 9, Vers 21, dass die Menschen all diese Gerichte seien und über die Daumen keine Buße für ihre Sünde. All ewa der halbe Menschheit ist all angebracht worden, durch das Gerecht, was Gott über diese Welt bringt, in die Ewige, die tun keine Buße. Die sollen dort, wo Gott handeln wird, und die sind nicht wahrlich Buße zu tun. Dann kommt in Offenbarung 11 die 7. Posaune. Und da passiert was ganz Besonderes. Da lesen wir nämlich, dass mit der 7. Posaune, dann kommt kein Gerecht. Dann kommt, dass Jesus seine Herrschaft anfangen wird. Du wirst einmal, du kommst dann doch noch gerecht, du hängst ran, aber erstmal kommt die Herrschaft Christi. Und dann sage ich dort, nun wird als nächstes, wird dann Zorn und Gerecht kommen für die Königreiche der Welt, wo sie diese Erde verdorben haben. Du hast dort, was wir von der Samarius sagen, dort das Stein vom Bäuer aufrollt und versprengt das ganze Bild. Die ganze heidnische Herrschaft, die weltliche Herrschaft. Nun kommt dort Tiet. Aber wir lesen dort, nun kommt der Lohn für die Knechte, wo sie Gott gefercht haben. Mit der 7. Posaune kommt der Lohn für die Gläubige. In du hinge kommt dann auch der Befehl, nun sollen die Zornschalen ausgegoten worden über diese Erde. Da sind noch einmal 7 Engel, die reut stehen, und da haben alle eine Kamm voll Zorn Gottes in der Hand, und nun sollen die den Zorn Gottes ausgegoten. Aber ich persönlich denke, dass in diesem Moment, dort kann der Moment sein, wo Jesus kommt, in die Gemeinde hier wachholen wird, der Entrückung der Gemeinde. Wahrscheinlich hier so krieg ich eine mehr. Wenn ich das Ganze so lesen will, ich will das nicht behaupten, ich weiß, dass die Menschen, die verstehen das anders, das will ich respektieren, kein Problem. Aber mir lässt das so, wahrscheinlich krieg ich hier eine mehr, wo diese letzte Posaune geblust wird, du kommt der Herr in der Gemeinde wachnen. Wir wollen Luther noch mal ein Thema vielleicht hier krieg über die Entrückung, wo wir ganz besonders das noch erklären wollen, woran ich das dort verstehe. Aber nur das noch, dann denke ich, dass es dort sein kann. Und dann kommt der Befehl, nun soll nach den 7 Zornschalen ausgegoten werden. Bet hier wir all viel gerecht, aber nun kommt noch ein großes, besonders hohes Gerecht. Du wen sagt Jesus, wenn dort ist passiert, wenn ihr so weit seid, dann kommt der große Drangsal. Nicht nur bloß von den Antichristen sieht, auch von Gott seine sieht. Aber nicht Drangsal für die Kinder Gottes, sondern Drangsal für die gottlosen Menschen, für die ungläubigen Menschen. Der erste Zornschale, der bringt sehr viel Schweren, also Krankheit manche Menschen,
Für all die, die das Multiken angenommen haben. Bloß für die, nicht für die anderen. Die zweite Zahlenschale, Gott jetzt in Zahlen üht, in am Meer sterben sehr viele Lebewesen, also Fisch und so weiter kommen am Meer sehr viel an. Mit der dritten Zahlenschale wird alle Trinkwut ab, das ihr anbrückt war. Mit der vierten Zahlenschale jäfft dort eine gewaltig große Herd. Die Sonne fängt an sehr hart zu brennen und sehr viele Menschen kommen einfach am Dumank. Die Menschheit ist alle große Part angekommen und hier kommen noch mehr an. Mit der fünften Zahlenschale kommt eine große Finsternis, du kommst weiter und du kommst nach meiner Geschwüre. Mit der sechsten Zahlenschale dreht die Euphrat-Riefer aus. Das ist ein Riefer, der durch Irak schälen wird, wo euer Babylonien wir. Der Riefer, der dreht aus. Einzige sind das aus dem Teken, das wird dir heute gemerkt und das wird dir abgemerkt, damit diese Schlacht von Harmagedon passieren kann, dass du ein Obner Platz hast für diesen Krieg. Und dann mit der siebten Zahlenschale, der letzte Zahlenschale, lesen wir, dass du in so ein starkes Erdbeben kommst, und du merkst, dass Jesus dann sichtbar war. Mit dem Erdbeben, mit dieser sieben Zornschale, kommt Jesus rauf und besiegt den Antichrist, besiegt diese ganze antichristliche Macht in 14er Herrschaft an. In Vara lesen wir noch einmal in Offenbarung 16, Vers 9, Vers 11, dort, auch wenn all das furchtbare Gerecht über diese Erde kommt, in den Menschen, dort alle sein, in sie sein, dass dort von Gott kommt, dort sie nicht reut sein, Buße zu tun. Das sind nämlich die gottlosen Menschen. Und deswegen muss ich uns von der abrauchen, von der lebe ich eine Gnudentit. Von der haben wir die Zeit, wo der Jesus uns tragen darf und wo wir uns bekehren dürfen, wo wir Jesus annehmen dürfen. Und hier lesen wir, du wirst eine Zeit kommen, wo das so hart wird sein, über die Menschen und ihre Horten in der Zeit, werden so hart geworden sein, auch wenn sie Gott handeln, sollen sie es keinmal euer. Sie wollen danach nicht reut sein, Buße zu tun. Was hat diese Trübsal für eine Bedeutung? Wozu muss so eine Trübsal aus dem kommen? Einmal für die Gottlose ist das ein Gerecht. Für die Gläubige, und ich denke, dass die Gläubige doch wohl das erste Angst hier von dieser Trübsalzeit beleben, vielleicht die ersten 3,5 Jahre, das will ich nicht behaupten, aber so sieht mir das kann gleich sein. Für die Gläubige kann das eine Bewährung sein, oder eine Reinigung von der Gemeinde. Nämlich 2. Thessalonicher 1, Vers 4 sagt, dort wie durch Verfolgung gereinigt worden, dort wie an dort ans Glauben, aber Prof gesagt wird und durch geläutert und gereinigt wird. Für Israel ist das auch der Zorn Gottes. Für Israel, wenn sie Jesus nicht angenommen haben, wenn sie Jesus gekriegt haben und haben ihn nicht angenommen, kämpft für Israel nochmal die letzte Strophe, eine große Strophe. Den Vers wird wie ich schon lesen, bis die Kraft Israels zerschlagen ist. Er kommt zum Schluss und mir mit dieser Frau und dann auch mit einer Antwort aufzuschlüten. In Offenbarung saß Vers 17, wo Johannes einmal den Überblick kriegt über diese ganze Zeit. Und er hört einmal alle Zeichen kriegt, was da passiert. Dann hat Johannes eine Frau. Wer kann danach bestimmen? Vielleicht hat einer der anderen von uns von der auch diese Frau. Wenn so eine Zeit kommen soll, wer kann danach bestimmen? Ist es möglich, danach zu bestimmen? Der Antwort fängt in Offenbarung 17, Vers 14. Du sagst, das ist das, und mit diesem Vers muss ich uns von der aufschließen. Du sagst, dass diese, und du redest gleich von den Antichristen und von der ganzen Menschheit, die sich von den Hafluten verleiden, diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Die wollen mit dem Lamm Gottes, mit Jesus Christus, wollen die einen Krieg anfangen, aber das Lamm wird sie besiegen. Wer wird gewinnen? Das Lamm Gottes. Die wird gewinnen. Warum? Denn er ist der Herr, der Herren und der König der Könige. Heu wird gewähnt, das ist ganz sicher. Aber nicht bloß heu allein, sondern mit ihm wollen auch all die gewähnt, wenn du beraubt sind, wenn du auserwählt sind und wenn du gläubig geworden sind. Beraubt und auserwählt sind all die, wenn du Jesus Christus angenommen haben, wenn du ihr Leben Jesus übergebt haben und Jesus glauben tun. All die wollen mit dem Lamm taub siegen. Du wehnt ja, wie aus Kirche Gottes uns von dir freien. Wir dürfen nicht Angst haben für diese Zeit, wir dürfen uns nicht grübeln, sondern wir können ganz getrost und froh in der Zukunft angehen. Und wenn wir sehen, dass diese Dinge anfangen zu passieren, und Lukas sagt Jesus, dann hilft ihr noch halb da ab. Wenn ihr wollt, dass ihr wollen, mehr Futz gewähren. Lass uns an Jesus vorholen. Ich muss uns an alle Tore rufen, da wollen die Kinder Gottes sein. Lass uns an Jesus vorholen, wenn wir dort tun, dann wollen wir mit einem Taub gewähren.
aber für alle da, die wollen nicht Jesus gehören, wird das eine furchtbare, schreckliche Zeit sein. Und ich wünsche, dass keiner von uns dort beleben darf. Ich wünsche, dass jeder einer, der wir hier von dort hoch sind, dass wir wollen an dieser Seite sein. Mangt die Gläubige, mangt die, wollen mit dem Lamm Gottes taub siegen wollen. Amen. Mocht der Herr dort sehen. Lass uns noch stehen, um zu beten. Lieber Heiland Jesus Christus, wir danken dir an diesem Abend für dein Wort, wir danken dir für deine Vollmacht, für deine Allmacht, wir danken dir ganz besonders dafür, dass du dein Leben gegeben hast, um die Gemeinde zu raten, um uns zu erlösen. Wir danken dir, Bock, dass du uns vieles auf dem Bord hast, auch krank von dieser Trübsalzeit, vieles von dort, das lädt uns nun eine sehr furchtbare Zeit, aber wir danken dir für diesen Einfall, den du uns gegeben hast, wo du sagst, dass du um ihn gewinnen wirst, dass du siegen wirst und dass mit dir taub all die auch siegen wollen, wenn wir zu dir gehören. Herr, wir wollen dir einfach beten, dass du uns Gnade schenken magst. All die, die wie deine Kinder sind, schenk uns Gnade, an die Faust zu holen, mit die taub zu gehen, mit die taub zu leben und dann einen Tag mit die taub zu siegen. Und Herr, wenn hier jemand ist, wenn er nicht an deine Seite ist, wenn er noch nicht den Frieden hat, dann bete ich, dass du doch wirst gnädig sein, dass du das Hort wirst bewegen und schenken, dass du doch mag Frieden merken, dass du mag nur die kommen und dann auch in diese Sicherheit und mit dieser Freude für euch leben. Herr, ich bete, dass du mit deinen Segen und mit deiner Gnade wirst wieder mit uns sein und auch wieder diese Gemeinde hier auf dieser Stadt sehen. Amen. Wir nehmen Platz.